Hi guys, ich heiße Anna und ich begrüße euch heute bei meinem Channel Deutsch ab. Heutiges Video mache ich total auf Deutsch wieder, weil wir weiter über Goethe-Zertifikat Sprachniveau B2 sprechen. Und heute werden wir über den zweiten Teil von dem Teil Sprechen bei unserer Prüfung diskutieren und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Also geht's los! Bei dem zweiten Teil ist es sehr wichtig, verschiedene Redewendungen zu kennen, mit denen Sie irgendwie auf verschiedene Argumente vor Ihrem Partner reagieren können. Also, soweit Sie das verstanden haben, im zweiten Teil geht es um eine Diskussion über ein bestimmtes Thema. Dieses Thema habe ich auch super ähnlich zu meinem echten Thema beim Goethe-Zertifikat B2 gemacht. Ja, ich habe das ein bisschen geändert und jetzt lassen Sie mich das für Sie vorlesen. Also, ich lese jetzt es vor, Sie können es hier sehen. Sprechen Teil 2. Sie nehmen an einer Diskussion teil. Das Thema des Gesprächs ist es besser mit digitalem Geld oder bar zu bezahlen? 1. Äußern Sie Ihre Meinung und nennen die Gründe dafür. 2. Reagieren Sie auf Argumente Ihres Kollegen. 3. Kommen Sie zu einem Kompromiss und begründen Sie die Entscheidung. Als Hilfsmittel nutzen Sie, es ist zu kompliziert, zu unbequem, diesem Geldtyp kann ich nicht vertrauen, es ist mehr sicher zu bezahlen. Sogar wenn wir über eine Diskussion reden, müsst ihr wissen, dass hier auch noch eine kleine Einleitung stattfinden soll. Also, Sie können verschiedene Redemittel vom Teil 1 benutzen, damit Sie eine kleine Zusammenfassung zuerst machen und danach Ihre eigene Position äußern. Um Ihre Position zu äußern, Sie können diese Redewendungen benutzen. Meiner Meinung nach, meinerseits, ich bin davon überzeugt, dass ich stehe auf dem Standpunkt, dass wenn wir über die Reaktionen für die Argumente von Ihrem Opponenten sprechen, dann stehen diese Redemittel Ihnen zur Verfügung. Das stimme ich zu, das stimme ich nicht zu. Damit bin ich total völlig einverstanden, damit bin ich nicht einverstanden. Ich bin der gleichen Meinung, ich bin einer anderen Meinung. Oder mein Lieblingsredemittel, die ich persönlich benutzt habe, ist: Ich verfüge über eine diametral entgegengesetzte Meinung. Und jetzt lassen Sie es hören, wie es bei mir aussehen würde. Heute ein heiß diskutiertes Thema ist, dass viele Menschen schon digitalen Geld benutzen, statt bar zu bezahlen. Ich möchte sagen, dass dieses Thema heutzutage sehr aktuell und relevant ist und ich würde sagen, dass eine Bezahlung mit Kreditkarte hat sehr viele Vorteile als mit Papiergeld. Soweit wir alle wissen, gibt es ein großes Problem mit Bäumen und mit Wäldern. Und eigentlich, ich glaube, wir sollten es vermeiden, Papier zu nutzen. Und damit meine ich auch Papiergeld auch. Danke Ihnen für Ihre Meinung. Ja, hier haben Sie recht. Dieses Thema ist heutzutage wirklich aktuell und relevant. Viele Menschen benutzen digitalen Geld, Kreditkarten, Bankkontos, aber damit kann ich überhaupt nicht einverstanden sein. Ich würde sagen, es ist sehr unsicher und sogar unbequem. Man kann nie wissen, wenn etwas im Netzwerk passiert. Ja, hier haben Sie recht, das kann wirklich sein. Manchmal passiert es so, dass verschiedene Netzverzögerungen oder Stromprobleme bei verschiedenen Geschäften gibt und digitale Bezahlung geht leider nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es viele verschiedene Services, die rund um die Uhr arbeiten und können Ihren Kunden unterstützen. Ich möchte auch hinzufügen, dass mit Kreditkarte es mehr sicherer ist.
Zum Beispiel, es ist nicht so leicht, das Geld von Kreditkarte zu stellen. Wenn Sie haben einen Verlust bemerkt, dann können Sie Kundenservice anrufen und Ihren Bankkonto sofort sperren lassen, damit niemand einen Zugriff zu Ihrem Geld hat. Wenn beim Papiergeld ist es deutlich einfacher. Man kann einfach das Portemonnaie aus der Handtasche stehlen und mit diesem Geld alles machen, was er will. Leider bin ich mit dieser Meinung nicht einverstanden. Ja, manchmal gibt es Menschen, die nicht so gut auf ihre persönlichen Gegenstände aufpassen, aber das hat nichts mit der Sicherheit zu tun. Wenn ich wirklich auf mein Geld aufpasse, dann kann kein Dieb dieses Geld eigentlich stehlen. Und wenn wir schon über etwas Persönliches sprechen, dann möchte ich auch hinzufügen, dass wenn man bar bezahlt, kann die Regierung dieses Geld nicht verfolgen. Und damit weiß ich genau, dass meine Privatsphäre gesichert ist. Das ist ein sehr gutes Argument, aber ich verfüge über diametral gegengesetzte Meinung. Ich möchte sagen, dass manchmal ist es gut, dass die Regierung unsere Geld- oder Bezahlungsgeschichte verfolgen kann. Manchmal passiert es so, dass unsere Bezahlung nicht zu dem Zielpunkt gegangen ist oder beim Netz es wirklich irgendwelche Probleme oder Fehler gab. Und wenn wir diese Verfolgung haben, diese Geschichte, zum Beispiel bei unserem Handys, und dann können wir eigentlich die Beweise von der Bezahlung vorzeigen. Darüber hinaus möchte ich auch unterstreichen, dass mit Kreditkarte und mit einem Bankkonto ist es sicherer, mein Geld, meine Bezahlungsgeschichte zu verfolgen und genau wissen, worauf ich Geld ausgegeben habe. Und ich kann jede Sekunde mein Konto bei meinem Handy öffnen und checken, wie viel Geld bei mir noch vorhanden ist. Vielen Dank für Ihre Meinung. Nach allen diesen Argumenten haben Sie mich wirklich überzeugt. Ich glaube, dass ein digitaler Weg bei der Bezahlung wirklich mehr Vorteile als Nachteile hat. Und jetzt stehe ich auf dem Standpunkt, dass es wirklich sicherer und bequemer ist, Kreditkarte zu nutzen. Also, das war das. Hier könnten Sie verschiedene Reaktionen und verschiedene Argumente hören. Sie können auch verschiedene Redemittel hier nutzen und auch vergessen Sie bitte nicht, am Ende zu einem Kompromiss zu kommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Prüfung und wir sehen uns wieder. Tschüss!